Frage ist, was macht Kappa? Oh. Die Kirche. Und der Friedhof. Okay. There's Cartman. Oh, you're doing it again, new kid. You're ruining the game. Don't try and blame the new kid for your stupid shit, Cartman. After him. Ja, ich gebe schon mein Bestes. Aber hier sind seine Kack Lakaien. Könnt er weg? Ja, er ist weggerannt instantly. So. Aber mit dem Scheiß kommt er bei uns nicht durch. Okay, hier ist eine Menge Stuff, eine Menge Richtungen vor allem hier. Hier ist es okay, hier ist vor allem... sieht mir also aus, als wäre in diesem Gebiet vielleicht nachher ein Bossfight. Hier ist eine Kanonenkugel. Nehmen Sie mal mit. Hier geht's weiter. Jupp, ich bringe wie gesagt Kanonenkugel mal mit. Ich glaube nicht, dass wir die hier hinten brauchen. Also ich hätte nichts gesehen, wo wir es nutzen können. Und bevor wir ewig backtracken müssen, bringe ich sie lieber direkt mal mit. So, ich bin da. Okay, das reicht nicht ganz von der Reichweite. Hey, nix da. What the hell? While you're down there, would you like a juice box? Wo kam das denn her? Also die haben mich ja gerade richtig aus dem Leben genommen. So, die Gravity Grenade ist immer noch geil. Ach, das sind die Sniper da oben. Ja, die nehmen mich halt einfach komplett aus dem Leben. Ja, das ist richtig. So, und das werdet ihr bereuen, ihr Kack. Drecksäcke. So. Nix damit. Mich wegsnipen. Oh, das hat nicht ganz gereicht. Das ist der letzte Kampf. So, den haben wir. Holst du wieder die Kanonenkugel? Was? Holst du die Kanonenkugel wieder? Ja, ich brauche auch eine fette Heilung, bitte. Gleich. Ah, da läuft Kampf noch weg. Da hinten ist er. So. Oh Moment, hier ist noch Loot, den ich übersehen habe. Okay, nee, das passt. Noch ein kleines Health-Kit. Nehmen die Kanonenkugel. Kann sich nur um Jahrzehnte handeln. Ah, das ist sehr gut. Perfekt. Okay, die Anzeige hat mir gerade gesagt, Karten ist hier. Ja. Das ist weird. Mom, the new kid's trying to ruin my snow day time. One minute, Brooksikins. I just need to dab on a little more Christmas magic. How did the adults get access to dark matter? I don't think that's how it's supposed to be. You can't call your mom to fight for you, Cartman. Fucking cry about it, Kyle, you little bitch. Jump in the deep snow to douse that fire. This is for my little Eric. Well, dang, player two. That's it, new kid. Just jump into the snow if you ever need to put yourself out.
Hey, ihr macht nicht meine schöne Kanone hier kaputt. So. Neue Kraft Drohnenbombe. That sounds interesting. Pass auf, das ist ein Sniper. Ja, es ist. We don't do that here. Oh, da kommen wieder Gegner. Wow. Ich glaube, wir haben vorerst wieder alle. Ich muss mir aber erstmal hier wieder eine gute Heilung gönnen. Ja. Es ist wirklich extrem schwierig, hier ohne eine Healer-Klasse selbst zu sein, durchzukommen. Oh, das ist eine Kiste. Einfach nur was. Neue Karte. Nice. Ja, Karte. Oh, da hinten ist noch ein Gegner. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Noch zwei. Weiß nicht, ob wir den gleichen. Ich meinte den Sniper da oben. Oh, ist noch ein Sniper. Hier, du nimmst den, der da oben ist. Ich nehme den, der across the map ist. Ich muss gucken, dass die erstmal rankommen. Ich habe übrigens, glaube ich, die Kanone oder das Katapult gesehen für die Kanonenkugel. Oder okay. Ist das für die Kanonenkugel oder ist das nur... Nee, ich glaube, das ist nur... Ja, okay, nee, das ist ein normales Katapult. Okay. Es geht doch noch einfach weiter. Ah, da ist noch... Wo? Hier links in der Ecke. Ah, ja. Come on, it's gotta be another way out of this. Da ist den nehmen wir schnell mit. So. Wie soll man auf die andere Seite davon kommen? Ah ne, hätten wir eben hingekonnt. Egal, nicht schlimm. Oh, ich wollte gerade meine Spin-Attacke machen. Zusammen mit der Karte, womit man dann die dann so einsaugt, ist das ziemlich stark, dieser Spin. Ich hab das nicht. Ich hab dafür halt, dass ich mich schneller bewege und mehr Damage mache. Das ist halt auch extrem praktisch. Oh, was wollte er jetzt schon wieder? Ach, Laserschwert. Ich meine, sie haben halt auch nur immer zwei Bullshit-Karten. Aber haben sie die andere schon verwendet überhaupt? Ja, die Nudel da. Ach, stimmt. Aber die Nudel war nicht sehr hilfreich, ehrlich gesagt, glaube ich, für sie. Na? Hey, nix damit wegrennen. Also ich brauche nochmal ein Health-Kit. Ich weiß nicht, ob du irgendwo was aufstellen magst. Oder? Jesus Christ, hier mit dem Laserschwert. Oh, verdammt, ich bin down. I'm sure someone will pick you up anytime now. Oh, ja, das ist ja nicht so geil. Shit. Kannst du sofort placen, sobald du wieder belebst? Oh, shit. Ja. Ich wurde getötet. Bin jetzt leider auch down. Moment, machen wir mal den hier. So, dann wiederbeleben wir mal schnell ihn. So, ich glaube, jetzt haben wir soweit im Groben alles. Okay, hat nicht mal ganz gereicht für mich, aber wir finden schon noch das eine oder andere Health Kit.
Hab ich da? Ja, da ist noch einer. Da ist noch ein Gegner. Ja. Hättest du dich mal nicht mit uns angelegt. Du bist einfach ganz klar auf der falschen Seite, Kiddo. Cartman. Ich glaube, sonst hat es hin. Was, wo unsere Kanonenkugel ist, falls wir die brauchen? Ja, vielleicht gehen wir erstmal weiter. Hallo, Cartman, komm. Oh, oh, das ist nicht gut. Oh, fuck. Oh Gott. Einfach durchrennen, glaube ich, ist hier und hier. Ja, ja, das mache ich auch gerade. Aber hier, wo geht's denn? Ah, da hinten geht's hoch. Oh, das war close. Ah, die können wir kaputt machen. Ja, das sind noch die Gegner. Wir müssen also auch die Gegner im Schnee. Wenn die so leicht zu finden wären. So. Weiß ja nicht, wie groß ich als Freund von den Gegnern im Schnee bin. So. Ich meine, meine Feuerattacke macht da schon ganz okay Damage. Haben wir alle? Ja, wir haben alle. Was? Irgendjemand hat gefurzt. Ja, du bist das wieder. So, da haben wir noch einen Health-Kit. Ich glaube, das Ding könnte man theoretisch in die Luft jagen, aber ich habe auch keine Kanone gesehen, wenn ich ehrlich bin. Bisher. Ja, das ist aber auch Weg nach oben, also ich glaube nicht, dass man den hochjagen kann. War ich halt auch nicht. Generiert 20% mehr angepasste Kraft als gewöhnlich. Die Bombe bleibt, wo sie ist. Detoniert 10% früher und hat einen... ich weiß nicht, ob ich will, dass die früher detoniert. Nahkampfwaffen verursachen 50% mehr Schaden, wenn deine wenn die Gesundheit voll ist. Die sind jetzt alle nicht so geil. Ich glaube, ich nehme einfach mehr angepisste Kraft. Ist zwar jetzt irgendwie nicht so die, nicht so die geile Antwort, aber die anderen finde ich nicht so toll. Also die würde ich halt wahrscheinlich nicht nutzen, weil ich habe meistens nicht Full Health. Erreiche Cartman und konfrontiere ihn mit seinen Missetaten. Oh, der ist der DLC Busstop. Ah, shit, there's more of them. It's all the dark matter. It's made the adults super shitty. Auf welche gehst du? Okay, wir gehen einfach beide auf unten, die. Layer one? Oh, if you're bleeding, you'll keep taking damage unless you heal. Ja, ich weiß. Bin ich auch nicht happy mit. Musste nur erstmal ein Health-Kit finden, wo ich auch rankomme. Komm ich da oben in den Wachs? Ich glaube, von hinten kannst du aufs Gebäude drauf. Oder geht es auch von der Seite? Nee, von der Seite geht's nicht. Hier. Ja, von hinten. Ah, das Feuer ist schon einfach geil. Ich meine, ich hab's auch extrem oft upgraden müssen, also so ist nicht, aber... Oh! Nix da! Okay, da hinten ist nochmal Health Kits. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo sonstigen Loot übersehen haben. Wäre nichts aufgefallen, aber es wäre irgendwie unüblich, dass hier keine Kisten sind.
Nope, auf dem Truck ist auch nichts. Alright, dann scheinbar doch nicht. Ja, den suchen wir. Genau, den fetten Sack mit der dunklen Magie. Fülle alle zwei verbrauchten Bullshit-Einsätze wieder auf. Na. Opfere Napalm für 60 dunkle Materie. Na. Gewehr 20 dunkle Materie. Also Napalm will ich nicht. Also das ist zu gut. Aber 20 dunkle Materie oder zwei Bullshit-Einsätze? Ich glaube dunkle Materie. What? Oh. Oh, okay. That's just a little bit creepy. Wo hat er denn Zeit dafür? Schöne Arena. I'll give you that. You must have known you were disposable. And lucky for me, Mr. Hankey gave me some of his power. And now, I can do this. Okay. Ja, das finde ich jetzt ehrlich so geil. Awesome! Doesn't it look just like me, you guys? But we're both super buff. Get him, Tiny! Greife den echten Cartman an. Just get Was? Der ist immun gegen Fire Damage? Au. Bubble Shield, go! Achso, ich kann nur den, wir können nur den richtigen Cartman angreifen, überhaupt. Suck on these meteors! Oh oh. Ich bin basically tot. You can't hit us. No, 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 oh, ich hab gedacht, die Turret hätte eine größere Range. Oh, Player One. All better now? Willst nicht zurückkommen, wenn sie scheinen? Eat snow, new kid. Ich hiel mich gerade hier an den Rändern. Ich vermute nämlich ja, dass das Mo. Oh Gott, jetzt ist das Mo so bei mir. Komm her, Cartman. Meteor Storm. Ooh, you can't hit me. Oh doch, das können wir. You can't find me. Das muss ich hier lassen. Obwohl, dass dass da hinten sind. Ah, da. Ja, das sind probably viele Fake-Cartmans. Ah, wer hat den richtigen hier? Burn, new kid. Damn it, new kid, now I'm pissed off. Ich hab ihn gefunden. Stay down. I summon Meteor. New kids, you have disobeyed the Grand Wizard. And by the laws of Zaron, I may dispose of you as I please. Der fette Gegner ist hier. Und ich meine, ausnahmsweise nicht Cartman. Basically tot. Ja, ich kann nichts machen, weil wieder ist. Naja. Ja. Au. Just try and get through this. Ah. Check this out, new kid. No, I won't. That's a charm. Can you find me, new kid? Can you? Ah, shit! Ball ah, to me! Ah. Ooh, wizard flame! What? On the game! Ooh! No, I don't want to go to school, blame! Bleh! Ah, schön. Exakt da. Ich mag das. Ich mag die Kombi, die ich hier habe, tatsächlich extrem cool. Ich mach den hier. Ne, damit werfe ich automatisch einen Molotow. Und wenn ich dann meine Jump-Attacke mache und nach unten haue, löse ich automatisch den Molotow aus. Damit habe ich basically eine Feuerexplosion halt. Arsch gekickt. Oh ja. Well deserved. Well deserved. Wie die Drohnenbombe vor allem aus freigeschaltet. Ich glaube, die ist schon ein ganz gutes Upgrade. Okay, everyone have a nice dinner? Man, I am stuffed. Think I ate too much.
So cool. Back to the game, I guess. I believe we're about to join forces in battle of Mr. Hankey, right? Cartman, we're not playing with you anymore. Yeah, you tried to kill us with dark matter. You're out of the game. Well, except you can't kick me out of the game because I'm the Grand Wizard. So? So you're gonna need my help. We know you're not gonna help because you still don't want to go back to school. Okay, right. You were pretty adamant about not wanting to go back to school. Well, I've changed my mind. The truth is, none of this is my fault. I think we all know whose fault it is. Ach, wir! It's been just a shit show of rules breaking, and I got caught up in it just like Stan did, and just like the new kid does all the time. But we have to find Mr. Hankey and stop this storm. Maybe Eric feels bad and wants to redeem himself. We should let him play. Butters. He just wants to join us so he can betray us again. Können wir Butters in die Toilette stopfen, bitte? The losing clan has to join forces with whoever defeated them, right? That's your rule, Kyle. And I understand how important rules are, because if we don't have rules, then the new kid's just gonna ruin the game like always. He's got a point there. Aber wenn Regeln da sind, brechen wir die Regeln doch auf. Come unload that dark matter in here. I don't know about that, Mr. Hankey. I don't know about that. Aber ich glaube, ich würde gerne mal schauen, was die Upgrades hier sind. Also das hier würde ich gerne nochmal nehmen. Bei dem bleibe ich aber auf jeden Fall. Also war das bei den Kräften haben wir eine neue. Die Kanone finde ich ganz cool. Ich glaube, ich probiere aber mal die Drohnenbombe aus. One of my personal favorites. You can just pick one. Muss ich hier irgendwas tun? Oder wahrscheinlich. Okay. Ich vermute, die wird Gegner attackieren. Also, das würde halt am meisten Sinn ergeben. You need dark matter. Ja, die habe ich schon. Wir haben hier schon Dark Matter. Ah, pro Karte kannst du dich selbst wiederbeleben, wenn du zu Boden gegangen bist. Hört sich actually not bad an. Gute Nahkampfangriffe verursachen 20% zusätzlichen Schaden. Ja, doch, gibt schon ein paar ganz gute Sachen. 30% höhere Chance, während einer Interaktion eine weitere Upgrade-Karte zu ziehen. Weites Ausweichen. Vielleicht gehen wir mal den Weg. Also 20% angepisster ist halt jetzt nicht so krass, aber das hier, Nahkampfangriffe, 20% extra Schaden ist halt schon gut. Ich glaube, das nehme ich schon. Sind wir jetzt schon stärker, als wir jemals erwartet hätten. Need some new clothes? Man, the new kid is always ruining the game. Die hier sind halt wirklich. Ich glaube, jetzt bin ich schon ganz happy. Ja. Ich habe halt leider nicht mehr die coole Sache, dass ich meinen Molotow da anzünden kann. Aber ich glaube, damit kann ich leben. Weil sonst bin ich halt basically nur ein Tank. Nur halt ohne die extrem vielen Health Points. Ich habe zwar schon 10 extra Health, aber das ist halt nichts. Damit bin ich ja nicht ein Tank. Wenn ich irgendeinen Skill hätte, wo ich halt noch mehr tanky werden kann, dann wird das Sinn machen. No town, no ski. Who's got a phone? Kenny nicht, du auch noch. So nicht hier.